Strategische Personalplanung. Ein Thema für die Mitbestimmung. Die Wirtschaft und mit ihr die Arbeit unterliegt einem ständigen strukturellen Wandel. Heute nennt man diesen Wandel Transformation. Vom Verbrenner zum Elektroauto. Von der Kohle zum Wasserstoff. Von analog zu digital. Unternehmen erfinden sich neu und Arbeitsabläufe verändern sich. Manche Qualifikationen verlieren an Bedeutung. Andere dagegen werden immer wichtiger. Es entstehen neue Chancen, beispielsweise für Innovationen und sinnerfüllte Arbeit. Es tauchen aber auch neue Probleme auf, zum Beispiel durch gesundheitliche Belastungen oder durch den Fachkräftemangel. Um diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, muss die Personalplanung eines Unternehmens gut auf Veränderungen vorbereitet sein. In der Zukunft wird Personalplanung deshalb immer strategischer, anspruchsvoller und wichtiger für den Erfolg werden. Die richtigen MitarbeiterInnen mit der richtigen Qualifikation für die richtige Aufgabe zu finden, hat schon immer gute Planung vorausgesetzt. Aber noch nie war es für Unternehmen so wichtig, Personal strategisch zu planen, wie in unserer Zeit umfassender Transformationen. Jetzt und in Zukunft ist die strategische Personalplanung ein wesentliches Instrument, um Fachkräfte und Beschäftigung zu sichern. Was braucht man alles für eine effektive strategische Personalplanung? Zuallererst sollte eine personalpolitisch fundierte Unternehmensstrategie formuliert und kommuniziert werden. An der Strategieentwicklung müssen Personalfachleute beteiligt werden und über Beratungen auch der Aufsichtsrat. Ist die Richtung klar, gibt es verschiedene Planungsschritte, um das Ziel zu erreichen. Das Fundament bildet die Personalbedarfsplanung. Sie kümmert sich um die Frage, wie ist der aktuelle Personalbestand? Wie wird sich dieser in Zukunft verändern? Und wie viele Beschäftigte werden zukünftig mit welchen Kompetenzen, an welchen Arbeitsplätzen, zu welchem Zeitpunkt gebraucht? Am Ende dieses Schrittes sollte klar sein, wo in Zukunft Beschäftigte und Kompetenzen fehlen. Hieraus folgt die Personalbeschaffungsplanung. Wie viele Beschäftigte mit welchen Kompetenzen sollen wann und wie eingestellt bzw. versetzt werden, um den ermittelten Personalbedarf zu decken? Die Personalentwicklungsplanung kümmert sich um die Frage, welche Qualifikationsmaßnahmen sollen durchgeführt werden? Dazu gehören auch Ausbildung und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Hinzu kommt die Personaleinsatzplanung. Während das Personal für zukünftige Produktion oder Dienstleistung geplant, beschafft oder qualifiziert wird, muss der Betrieb trotzdem weiterlaufen. Die vorausschauende Personaleinsatzplanung sorgt dafür, dass währenddessen keine Überlastungen entstehen und Produktion und Diensterstellung weitergehen können. Die Personalabbauplanung kümmert sich um die Frage, welche und wie viele Stellen sollen, wenn überhaupt, wann und wie sozialverträglich abgebaut werden. Idealerweise wird der Abbau in einem Bereich über gezielte Qualifizierung mit dem Aufbau in einem anderen Bereich ausgeglichen. Das setzt einen funktionierenden internen Arbeitsmarkt voraus. Und schließlich die Personalkostenplanung. Das alles kostet Geld. Wie viel für Beschaffung, Qualifizierung, aber auch für Abbau gebraucht wird, sollte schon bei der Strategieentwicklung bekannt sein. Aber wie das Geld verteilt wird und in die Belegschaft investiert wird, ist Verhandlungssache. An dieser und vielen anderen Stellen der strategischen Personalplanung können ArbeitnehmervertreterInnen mitreden und sollten dies auch tun. Leider sehen viele Betriebs- und Personalräte die Personalplanung als reines Arbeitgeberthema an und beschränken sich oft nur auf die Anfrage nach Informationen. Höchste Zeit für eine Veränderung der Perspektive. Die Beschäftigten haben ein Recht, bei der strategischen Personalplanung mitzubestimmen. Und dabei handelt es sich nicht nur um das Informationsrecht nach § 92 des Betriebsverfassungsgesetzes. Das Betriebsverfassungsgesetz sagt auch deutlich, wo Betriebsräte mitreden können. Bei Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen. Beim Arbeits- und Gesundheitsschutz. Bei Einstellungen, Versetzungen und Kündigungen. Und bei der Qualifizierung der Beschäftigten. Und sie haben auf dieser Grundlage außerdem das Recht, Vorschläge zur Beschäftigungssicherung zu machen. Im besten Falle geht es aber nicht um Durchsetzung von Rechten, sondern um gemeinsame Gestaltung.
Denn auch die Arbeitgeberseite erkennt mehr und mehr, dass gut abgestimmte Personalplanung besonders in transformativen Phasen erfolgsentscheidend ist. Man sollte sie nicht dem Zufall, einer Handvoll Headhuntern oder gar dem Markt überlassen. Personal, das zum Unternehmen und seiner Strategie passt, bekommt man nur in den seltensten Fällen von der Stange. Es geht vielmehr um Maßanfertigung. Und niemand kennt die Anforderungen, Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der Belegschaft besser als der Betriebsrat. Und darum sollte er auch an der Personalplanung beteiligt sein. Belegschaften sind somit ernstzunehmende Stakeholder für die Unternehmensstrategie. Mitbestimmung bei der Personalplanung. Ein Ansatz, der allen nutzt. Nicht nur die Hans-Böckler-Stiftung und das RKW, sondern auch die Initiative Neue Qualität der Arbeit empfehlen deshalb ArbeitnehmervertreterInnen bei der strategischen Personalplanung zu beteiligen. Wie man das alles erfolgreich in die Praxis umsetzen kann? Einen Leitfaden zur strategischen Personalplanung gibt es hier.